Moin Moin, und da sind wir wieder zurück. Wir wollen Gefangene befreien. Mal sehen, was uns Das noch aufsehenerregende entgegengeworfen wird. Ding, ich würde es so gern vorknüpfen. Ich habe aus der Nähe Ganz noch viel mehr langsam. mitgebracht als nur mein Auf schweres sehr, da Gewehr. unten. Ich würde ihn mir ja vornehmen, aber ich sortiere immer noch die Stimmen in meinem Kopf. Dieses neue Zauberarsenal kommt nicht ohne Ballast. Also gut, geht vorsichtig weiter. Alles Okay, andere Ridlock halte ist ich. jetzt schizophren. Dann gehen wir hier Packmunition, da mal unten ist wieder Packmunition, ich schätze mal. langsam runter. Genau, die werden wir sicherlich brauchen. Ich nehme die schon mal. Ja. Ich baller den mal so an. Ich. Wow. Ja, das klappt eigentlich recht gut hier mit den Granaten. Vor allem, weil Da er kommen auf wir die gar nicht Fresse hoch. fliegt. Ja. Also alleine, ja, wäre das so eine Sache, aber. Ja, das Ding ist anscheinend leer. Unbesiegbar. Ja, aber wir haben hier drei Kisten, die. Ach nee, jetzt macht er gerade gar nichts. Die Blüte muss weg. Ja. Okay, da bringen aber auch keine Granate was. Super. So, wieder Granaten holen. Kleinschiss erstmal weg hier. Und schön, dass ne, sowas wie Maiori und Co., die machen da einfach per Hand drauf. Ja, die Bringt schießt auch nichts. einfach so drauf. Doch, das bringt voll was bei dem. Also bei dem Aufseher bringt's das schon. Okay. Der kriegt voll Damage. Wie spät haben wir es denn, dass jetzt schon eine Daily-Kiste 1 kommt? Uhr. 1 1 Uhr. Uhr. Ah, da ist noch eine Blüte. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Versperrt. Super. Ja, ich kann ihn nicht irgendwie nicht angreifen. Oh, ich liege. Ja, ich helfe doch, sobald ich an dich rankomme. Die machen aber Damage, ey. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. So. Jetzt diese blöde Blüte hier. Was soll das versperrt die ganze Zeit? Ja, geht mir auch so. Ich hole mir noch mal Granaten oder so. Vielleicht klappt das ja besser. Entflammbar. Immun gegen alle Schäden außer Brennen. Na dann. So, die ist tot. Wie es aussieht. Also die Blüte jetzt. Ah, oh, ich hab keinen Fuß drauf. Ist ja doof. So. Ich sehe mal zu, dass hier noch ein bisschen was von den Ranken verschwindet. Ich brauche Energie. Ihr könnt ja noch ein bisschen den unseren kleinen Aufseher hier beschäftigen. So, nochmal. Boah. Wieder so eine beknackte Blüte. Ja, wie viele kommen eigentlich von diesen Blüten? So, geht auch weg mit euch.
Wir haben hier fast zu wenig Kisten. Geht doch. Nur mal um sicher zu gehen, noch mal ein bisschen nachbrennen lassen. Truhe, Kiste? Gar nichts. Beherrschungspunkt. Echt, habt ihr? Nö, hab ich nicht. Wie gemein. So, was macht jetzt Rüdlock? Ja, wir sollen zurücktreten. Was macht BM? Gute Arbeit, Tribun. Ich kann das Lager unten sehen. Weit unten. Kommen wir da runter? Ich weiß es. Nehmt ihr ein Gleitschirm, Kommandeur. Ich erschaffe für den Rest von uns an der Klippenwand entlang Portale. Gut mitgedacht. Ich fange an. Ihr anderen kommt so schnell. Warum können wir nicht auch einfach das Portal benutzen? Wir müssen da runtergleiten. Weil wir die Coolen sind. Ja, ja. Naja, hilft ja nichts. Auf in den Tod! Okay, da unten leuchtet was. Oh, schon mal auskundschaften. Ich sehe nicht so viel. Gelandet! 1A gelandet. Danke, Boss. Ich bin mir nicht so sicher, ob euch da jeder zustimmt. Kanach sieht grüner im Gesicht aus als sonst. Mir geht es gut. Versucht ihr mal, von Portal zu fallen, während euch ein Altdrache im Schädel herumschwirrt. Wie grün werdet ihr im Gesicht? Hier halten sie also die lebenden Gefangenen. Diejenigen, die wir suchen, müssen in der Nähe sein. Wir holen euch da raus, Ma. Das schwöre ich. Ach, was seine Mutter? Das er hier ist. Ach, dieser Name. Den. Okay, Uhrzeigersinn? Gegen Uhrzeigersinn. Auch gut. Ja, renn vor. Wer rennt wo jetzt hin? Hier, gegen Uhrzeigersinn. Achso, okay. Da oben seid ihr. Und alles, was da an Feinden kommt. So. Komischen Bodendrachen. Die jetzt eben hier Terra greifen. Können dann auch auf die Nerven gehen. Ja, ja. So viel Energie. So, da oben noch eine Zelle. So. Oh, da kommt der Wolf auf einmal hierher. Soll jetzt bis nach Trockenkuppe zurücklaufen. Ja, geil, ne? Hab ich auch gehört. Ja, damals die Leute, die waren schon hart. Es ist hier sogar stärker. Sie sind ganz nah. Direkt hinter diesen Rankenwinden. Worauf warten wir? Tribun, setzt eure neue Magie ein und räumt uns den Weg frei. Solche bitte. Macht. So schon. Mach schon, Tribun. Super, werden bis nach Trockenkopf zurück. Dürfen jetzt also durch den Dschungel latschen.
nicht mit hier, ne, es gibt noch ein paar Kopter, wartet mal 5 Minuten. Ja, die holen wir ab. Ja. Nö. Lauf mal los. Wir sehen uns in einem halben Jahr wieder. Dann zu Fuß. Hier ist er. Oh, seine Mutti haben wir. Du meinst sie? Ja, er, sie, haben wir. Seine Mutti. So, jetzt. Ja, wir müssen erstmal mit ihr sprechen. Oh, jetzt komm raus da. Bist du drin gleich bequem? Warum sperrt Mordremus so viele Albtraumhöflinge ein? Ihr wisst gar nichts über den Hof. Wir streben. Oh, sind zwei drinne. Also ich möchte jetzt nicht, dass Faulein gut wird. Schafft uns nur hier raus. Die Mordrem haben Soldier, Logan und Traherne tiefer in den Dschungel gebracht. Und ich weiß nicht warum. Haltet durch, Mutter. Wir okay, wir können sie. Ne, befreit. Jetzt können wir das anscheinend. Okay. Fauler. Er geht zu der Brücke. Da halten wir ihn auf. Wer ist denn da? Habe ich nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Irgendjemand soll da gewesen sein. Faulein muss sterben. Ja. Wir müssen weiter. So habe ich doch. Aussichten. Nein. Ach, das ist doch für eine Norn nur eine Fleischwunde. Ja, gut. Richtig so. Happy, happy. Ja, gut. Mutter, passt auf! Boah. So, mit bloßen Händen. Oh. Nein! Hätte ja meine Charaktere groß gemacht. Komm her, du Biese, ey. Ich fühl dir was, ey. Also, Braham, der rennt jetzt wahrscheinlich los. Egal, was ist. Ich glaube, den können wir auch nicht stoppen. Rankenzahn. Ja, wo willst du... auf mir willst du landen. Oh, das Gift hier ist böse. Also, wenn hier Gift... Fächer sind, unbedingt aufpassen. Die sind ganz, ganz mies. Aber aushalten tut ja nicht so viel. Nee. Ja, das finde ich eigentlich auch recht gut. Mutter! Ma! Die Geister! Graham, ich... Es tut mir leid. Mir auch, Kleiner. Irgendwas mit F konnte ich machen. Aber können noch mal ehren. Ich brauche ja Zeit. Es sind Rituale auszuführen. Und Garm bei den Geistern. Ich weiß nicht mal, ob er beim Absturz bei ihr war. Und ihr Bogen. Falls er in diesem Lager ist, will ich ihn haben. Ich auch. Meine Mutter, ich hab ihn schon. Wir hatten nicht. Lasst mich einfach Abschied von ihr nehmen. Allein. Geht einfach. Ich komme nach. Ich schwöre euch, ich werde hier draußen nicht sterben. Nicht bevor ich Mordremos fallen sehe. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Folgt uns, sobald ihr könnt. Tja. Wenigstens ist Faulein auch tot. Ja, das ist befriedigend. So. Diese Heulgeräusche. Das war ich, ja. Was? Wie machst du diese Heulgeräusche? Wie quai. Ach so.
Entschuldigung, musste sein. Ja, nee, ich heul nicht. Du Baby Norn. Ja, super, deine Katze will. Das ist nicht meine Katze, ich habe keine gleich Katze. Essen. Hunger. Ich weiß, dass die Katze von Spore ist. Ja. Aber die hat Hunger. Hört mal, ich brauche einen Freiwilligen, der zurückbleibt. Braham bekommt seine Zeit, aber jemand muss auf ihn aufpassen. Das hatte ich ohnehin vor, Kommandeur. Braham und ich haben zu viel durchgestalten. Ich kann ihn nicht einfach so hier lassen. Geht ihr weiter. Ich sorge dafür, dass wir euch finden, wenn Braham seinen Frieden mit Air geschlossen hat. Danke, Rox. Alle anderen, wir gehen. Der Rest unserer Freunde ist noch da draußen und das Ei. Und Mordremos. In Richtung Grüne Schwelle, was ist denn da sonst für ein Wegmarker? Das wäre dann auf eine andere Karte, ne? Ja, Map 2. Sollen wir da durch? Eigentlich sollten wir doch in die andere Map rein, oder? Statt hier den Ausgang. Ach, wir gehen da mal durch, dann sind wir zumindest mal. Ne, grasgrüne Schwelle noch. Ich schätze mal, wir verlassen das. Ja, aber wir sind fast auf der anderen Map. Und hier haben wir jetzt. Warte, Digi ist glaube ich noch nicht reingeladen. Ich bin noch im Ladebildschirm. Ich auch. So, jetzt kann ich durchgehen. So, durchgehen wollen wir noch gar nicht, sondern erst noch mit der Kriegsmeisterin da sprechen. Sollte auch bei dir so sein. Ich bin da. Okay. Ja. Wo seid ihr? Hier, bei der Kriegsmeisterin. Da stehe ich vor. Warte mal, ich bin im anderen Gebiet. So. So, ich komme. Muss nochmal zurück? Nee, ich komme in euer Gebiet. Nee, wo? Du bist doch hier bei mir, Digi. Ja, jetzt bin ich bei dir. Okay. So, Spore, der kann wahrscheinlich zurücklaufen, oder? Ja, gleich. Hänge hier noch ein bisschen am Ladebildschirm. Keine Sorge. Für solche kleinen Momente hat man das Inventar. Das gut gefüllte. Ja, nur mit Müll. Das ist irgendwie. Boah, ey, lädt schon ewig. Ah, jetzt. Das ist halt ein komplett anderes Gebiet. So. Du gibst einfach Bescheid, wenn du geladen hast. Ja. Bin ich schon da? Sieht man mich schon? Ja. Man sieht dich schon. Ja. Ja, okay. Jetzt bin ich da. Okay. Dann wollen wir mal mit Kriegsmeisterin sprechen. Leisha. Kommandeur? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, aber ich habe gerade eure Kameraden gesehen. Die Norn und die Char. Sie schleppten eine Leiche. Ich muss euch leider melden, das war erste Galken. Sie fiel im Kampf mit einem der neuen Mordrem. Oh, ihr Götter. Mein Beileid. Sie war vielen von uns eine Inspiration. Wir werden sie vermissen. Nicht nur vermissen. Wir werden sie rächen. Mordremos wird bezahlen für all die Leben, die er zerstört hat. Ich werde die Nachricht verbreiten. Er wird nicht in Vergessenheit geraten, das verspreche ich. Danke. Ich gehe weiter, um Traherne und die anderen von der Klinge des Schicksals zu finden, bevor Mord... So, sehr schön. Ach, wir können was auswählen. Gib ein paar Taschen und... was will ich denn hier? Ach, okay. Wir müssen eine Tasche auswählen. Und den Rest kriegen wir. Den anderen. Was ist denn für eine Tasche? Novizen? Oh, das sind kleine Taschen, ne? Rekruten und was ist das? Eingeweiht. Das sind alles Rückengegenstände. Das sind die
Ich glaube, das sind die Anfangstaschen von den legendären Rückengegenständen. Tja, was sieht denn besser aus? Rekrut. Novize ist so meh. Novize klingt ja schon nach nichts. Eingeweiht klingt, glaube ich, am interessantesten. Ja, habe ich auch ausgewählt. Jetzt ist es Zeit weiterzuziehen. Und ein Fertigkeitspunkt. Oder Beherrschungspunkt. Ja. So, ich würde mal sagen, lass uns mal durchs Tor gehen oder machen wir einen Cut? Ja, stimmt. So, mal sehen. Güldener Talkessel. Ah ja. Wer auf diesen Namen gekommen ist, der gehört geschlagen. Vor allem, wenn es dunkel ist. Und auf der ersten Map fehlt jetzt noch richtig viel, ne? Ja, also sonst war ja der Weg, Map erkunden, dann weitergehen. Also ja, wenn man so die Hauptstory hat. Aber ich glaube, das werden wir hier im Maguma-Dschungel nicht durchziehen, auch nicht können. Nee, man muss da immer wieder mal hin, wenn man Beherrschungspfade hat. Entsprechend werden wir so weit, wie es geht, die Story tatsächlich vorwärts gehen und dann entsprechend mit einem zweiten Durchgang dann der Chronik für die einzelnen Sachen die Karten fertig erkunden, die wir für das Addon Heart of Thorns haben. Oh, ihr habt einen neuen Beherrschungspfad freigeschaltet. Sehr schön. So. Genau, die Eingeweihten. Was ist denn überhaupt der erste? Weil sonst kann man ja gar nicht sehen, was sich dahinter bewirkt. Ja. Bereit zum Training. Erhaltet die Fähigkeit, die Schriftzeichen der Erhabenen zu lesen. So erhaltet ihr Zugang zu den Geheimnissen ihrer Zivilisation. Ja, ich will aber eigentlich nicht jetzt umsatteln, wenn ich Gleiten bald voll habe. Ja, ich bin Gleiten auch fast bei Hälfte bei Aufwärts Training. So, bis zur Wegmarke laufen wir noch. Und da machen wir dann mal. Sierra, wie geht es den Verwundeten? Jo. Mal den Cut. So, liebe Leute, wir sehen uns ein andermal wieder. Bis denn, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.